Es war kalt. Bitterkalt sogar auf dem hartgefrorenen Ascheplatz der Germania Kleinkrotzenburg, als Steppi kam. Doch für Steppi, Dragoslav Stepanovic, Kulttrainer und bekannte Fußballikone vom Main, sind weder kaltes Wetter noch schlechte Platzverhältnisse ein Grund, zu Hause zu bleiben, wenn es um Fußballtraining geht. Eine Einstellung, die er mit dem Team der Germania teilt. Diese Mannschaft steht auf dem ersten Platz. Kann ich mir nicht vorstellen, dass einer von denen kommt und sagt, ja, ich will nicht spielen. Trotz widriger Platzverhältnisse also, das Team war gekommen. Nicht zuletzt, um eine der legendären Kabinenansprachen von Steppi zu erleben. Dabei haben die kleinen Krotzenburger in der Kreisoberliga Offenbach zurzeit offenbar gar keine Hilfe nötig. In der Vorrunde blieben sie bis auf das letzte Spiel ungeschlagen und führen die Tabelle mit 10 Punkten Vorsprung an. Und von daher ist es für die heute einfach ein Zucker. Die haben jetzt heute mal mit einem Profitrainer, sag ich mal, eine Trainingseinheit. Und das ist für die natürlich auch so eine Aufwertung ihrer Leistung. Es ist nicht normal, dass man in einem normalen Trainingsbetrieb mit so einem Mann dann mal auch in Kontakt kommen kann. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann hört man zu, man guckt zu. Ja, und auch der junge Mann, der jetzt das Aufwärmprogramm übernimmt, das sind ja Dinge, da kann man ja nur von lernen. Für die Germania ist Steppi in der Tat kein Unbekannter, auch wenn das letzte Zusammentreffen schon einige Zeit her ist. Also die Kontakte zu Stepanovic waren schon mal da, zur Eintrachtzeit. Da hat der Verein damals Landesliga gespielt. Und da hatten wir damals als Landesligist die Möglichkeit, gegen die Eintracht-Profis auch im Winter zu trainieren. Das heißt, Steppi hatte damals die Landesligisten, die viertklassigen Landesligisten dazu aufgerufen, seine Mannschaft im Testbetrieb, sage ich mal, zu fordern. Und da waren wir als Kleinkrotzenburg schon mal unter dem Trainer Walter Krause bei Steppi in Frankfurt. Ein Wiedersehen also auf dem hartgefrorenen Hartplatz der Germania. Und das mit einem Trainer, der von den gezeigten Leistungen durchaus angetan war. Also erstmal, ich habe eine wunderbare Mannschaft gesehen. Da sieht man schon, dass sie auf der ersten Stelle stehen. Alles, was sie macht, hat Hand und Fuß. Und trotz diesem beschissenen Platz, gefroren, uneben, haben sie wunderbar gespielt. Und die haben also, Meisterschaft ist ja schon fertig. Und heute ist ja, sagen wir so, mehr oder weniger freiwillig. Waren alle dabei, fast alle dabei, wunderbar gemacht. Und ich wünsche euch also, dass ihr Meister werdet. Und wenn ihr Meister werdet, dann gebe ich was auf. Kommst du mal vorbei.